Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Klatsch mal für dich selber und für deinen Nachbarn. Du bist hier im Gottesdienst der Emanuel-Gemeinde gelandet. Auch alle die online dabei sind. Und ich kann dir sagen, du bist genau richtig hier an diesem Ort heute. Schön, dass du da bist. Auch alle unsere Gäste wollen wir herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ich hoffe, wir waren schon nett zu euch. Wir üben uns in nett sein, so dass ihr vielleicht mal Teil dieser Familie werdet. Seid gesegnet. Wow, jetzt geht's los. Jesus steht heute im Mittelpunkt. Wir schauen auf ihn. Und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, alle Ablenkung irgendwie zu überwinden. Die äußere Ablenkung mit dem Handy und mit der Smartwatch, da kann man aktiv was tun, Augen zumachen kann man, dann wird man wenig schwätzen und so, das hilft uns alles, dass wir uns auf ihn konzentrieren können. Und dann gibt es noch die innere Ablenkung, unsere Gedanken, die kann man nicht so leicht abschalten, aber vielleicht starten wir mit dem Gebet und bringen genau diese Gedanken unserem Gott, dass wir mit ganzem Herzen auf ihn gucken können. Wenn du kannst, dann stehen wir auf zusammen und wir beten. Jesus, wir bringen dir jetzt unseren Kopf und unser Herz und unsere ganzen Gedanken, weil wir nicht abgelenkt sein möchten. Wir wollen auf dich schauen mit ganzem Herzen. Bei dir gibt es richtig viel zu entdecken. Bei dir gibt es was zu erleben. Und so bringen wir dir jetzt unsere Sorgen, alle unsere Gartenideen, die wir eingesammelt haben, unsere Konstruktionsideen, wir bringen dir unsere Sorgen über Beziehungen und unsere Wünsche nach einem Partner, wir bringen dir unsere Wünsche nach Versöhnung hier und da, wir bringen dir unsere Ängste, die von Nachrichten geschürt wurden, unseren Ärger, der von vielen geschürt wurde. Wir wollen dich mit ganzem Herzen suchen, Jesus. Wir wollen alle Finsternis überwinden, Herr. Und uns so richtig baden in deinem Licht. Halleluja. Amen. Away, oh,
Knie, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein.
Halleluja, Jesus. Wir geben dir Ehre. Jesus, Jesus, du bist der große Ich Bin. Unerschütterlich, Jesus, Herr. Du sagst von dir selber, ich bin, der ich bin. Der große Ich Bin. Danke, Jesus. So bist du, Jesus, Herr. Solange ich weiß, dass der König der Könige ist.
I can stand. I'm melting in your peace.
vor ein paar Tagen habe ich einem lieben Freund Tschüss gesagt hier im Gottesdienst. Und wir haben uns verabschiedet, wie man das halt bei uns so macht. Ja, wir haben uns so verabschiedet. Und dann sagt er, oh, aber in deinem Rücken, da ist so und so. Und hat mich da kurz gecheckt, ja. Und hat dann da an meine Schulter gedrückt, klick, klick, und hat es knack gemacht und so. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt ist es wieder gut. Und vielleicht können wir dieses Lied nochmal singen, weil dieses Bild hat mich jetzt tagelang begleitet. Ja, wir kommen auch zu unserem Jesus, ja, so wie wir gerade gesungen haben. We lay back, ja, wir legen uns da zurück, so an das Herz von Jesus, wie der Johannes das auch gemacht hat. Richtig physisch konnte der das machen. Wir machen es nur geistlich. Wir umarmen diesen Jesus, ja, wir legen uns zurück. Und während er uns so umarmt, checkt er uns durch von oben bis unten. Und weil er mehr ist als Physiotherapeut, kann er nicht nur unseren Rücken checken, sondern unser ganzes Leben. Und dann stellt er eine gute Diagnose. Und dann stellt er auch einen guten Therapieplan auf. Und wollen wir ihm noch 2 Minuten zuhören, was er denn zu dir sagt? Vielleicht können wir nochmal dieses I wanna sit at your feet singen. Und lass dich einfach mal umarmen von Jesus. Und dich durchchecken, sodass er zu dir ganz persönlich was sagen kann. Ist, den du interpretieren könntest als Reden Gottes. Mir ist ein Gedanke gekommen. Ich glaube, Gott sagt zu einem oder zu vielen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ey, dein Puls ist viel zu hoch. Du regst dich über Dinge auf, wo du dich nicht aufregen solltest. Komm runter, bring deinen Puls wieder runter und reg dich nicht auf über dieses oder jenes. Und Gott hat mir nicht gesagt, was es ist, weil ich wahrscheinlich damit nicht gut umgehen könnte und weil das auch nicht in dieses Mikrofon gehört, sondern das musst du mit ihm ausmachen. Hast du auch noch ein Wort von Gott, das vielleicht kurz in das Mikrofon sollte? An dieser Stelle unterbrechen wir jetzt unseren Gottesdienst. Und zwar hat das den Grund, dass wir im Gottesdienst jetzt eine Zeit für persönliches Gebet haben. Das heißt, es werden verschiedene Impulse weitergegeben.
Wir werden vielleicht für manche Anliegen beten. Eventuell gibt es auch Erlebnisberichte von dem, was Einzelne mit Gott erlebt haben. Amen. Wow, das ist ein Applaus für unseren Gott wert, oder? Und danke, danke Jesus. Und er hat noch mehr für uns heute. Noch richtig viel Gutes. Wir kommen gleich zur Predigt. Es geht um das Abendmahl. Und ihr seht schon rechts und links. Keine Ahnung, ob das auf der Kamera auch schon drauf ist. Wir feiern heute das Abendmahl zusammen. Und nach der Predigt, der Christoph wird das alles wunderbar erklären. Und wir wollen auch anbieten, dass wir entweder vor dem Abendmahl oder nach dem Abendmahl, dass wir Gebet anbieten. Manchmal ist es gut, vorher noch kurz was loszuwerden. Manche sind dann auch so berührt, dass sie hinterher noch Gebet wollen. Wir werden da rechts außen von euch aus gesehen dann noch Gebet anbieten, wenn du das möchtest. Ja, zwei Infos noch vorher. Am 14.04., das ist nächsten Samstag, da gibt es einen Anbetungsabend hier in diesen Räumen. Sonntag natürlich, danke. Danke. Da kann man dann Jesus auch nochmal umarmen und nochmal von ihm hören und ihm alle Ehre geben, vor ihm niederfallen. Herzliche Einladung, 19 Uhr. Und Vorausblick für alle, die Kinder haben oder die gern mal mit im Kindergottesdienst mithelfen wollen. Wir gehen auf die Schwäbische Alb, das ist die Burg Reusenstein, da gehen wir nicht drauf. Wir gehen nach Bad Urach, aber da habe ich kein so ein schönes Bild gefunden. Das war ein bisschen lommelig, das Bild. Das war schöner von den Farben. 1.5., na klar, wir wandern da hoch und haben viel Spaß. Die genaueren Infos kommen noch, aber macht euch schon mal bereit, eure Kids da mitzuschicken. Genau, und jetzt Christoph, mit einem kleinen Applaus begleiten wir dich auf die Bühne hoch. So, vielen, vielen Dank, Markus. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Wir feiern Abendmahl, oder? Das ist doch, das sind doch immer richtig tolle Sonntage, wenn wir Abendmahl gemeinsam feiern können. Wir haben ja am Anfang des Jahres schon gesagt, es ist uns für dieses Jahr wichtig geworden, auch als Leitung, dass wir das häufiger feiern in den Gottesdiensten. Sagen wir mal, nachdem wir es die letzten Jahre eher, ich will es nicht sagen, verdrängt haben, aber doch eher selten damit unterwegs waren, um es mal so zu sagen. Wir hatten schon ein paar Teile auch inhaltlich Predigten zum Thema Abendmahl. Wer will, kann das gerne auf unserem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Genau genommen sind da zwei Teile schon drin und heute kommt der dritte und quasi, ja, letzter Teil kann man nie richtig sagen bei dem Thema. Aber mindestens für uns mal so ein Punkt, wo wir sagen, okay, dann wissen wir, glaube ich, genug langsam, dann kriegen wir alles auch gut umgesetzt. Heute habe ich jetzt noch eine Frage mitgebracht, die wir die letzten Male noch nicht ganz so intensiv angeschaut haben. Und ich glaube, die bewegt doch auch immer wieder viele Christen. Vielleicht auch manche Nicht-Christen, je nachdem. Nämlich die große spannende Frage, wie feiert man dieses Abendmahl jetzt eigentlich richtig? Wir wissen, in verschiedenen Kirchen wird es zum Teil auch verschieden gefeiert. Das ist jetzt gar nicht so mein Schwerpunkt heute Morgen. Aber die große Frage ist, wir wissen doch auch, so im Hinterkopf haben viele noch, naja, Abendmahl, das ist ja schon auch eine ernste Angelegenheit. Da kann man ja nicht einfach so hier reinspazieren, Jesus mein Kumpel und wir trinken zusammen was oder so. So funktioniert es nicht, das ist uns auch klar. Da gibt es doch manche Verse, die da schon ein bisschen nicht so ganz einfach sind. Und interessanterweise, man liest ja dann immer diese Einsetzungsworte bei diesem Abendmahl und wir lassen ja meistens dann schon die kritischen Verse weg, wenn wir ehrlich sind. Weil sie einfach auch erklärungsbedürftig natürlich sind, das ist ja gar nicht immer böse Absicht. Und wenn man das ganze Korinther 11 Kapitel liest, was wir gleich anschauen werden, wird man sehen, da steht manches drin, was vielleicht nicht immer so begeisternd und motivierend klingt am Anfang. Wir schauen es uns aber heute Morgen mal ein bisschen genauer an. Paulus und die Korinther, wir wissen, eine besondere Beziehung. Man könnte auch sagen, er hatte mit vielen Gemeinden manche Probleme, würde ich behaupten. Aber die Korinther waren da schon ein spezieller Fall. Wenn man die Briefe liest, die er denen geschrieben hat, was da so alles drinsteht, dann denkt man auch, also das grenzt an ein Wunder, dass diese Gemeinde funktioniert hat. Bei allem, was da offenbar schief ging und daneben ging und nicht richtig war und die wildesten Geschichten. Ermutigt uns manchmal heute auch, dass wir sagen, hey, Gott hat auch dann einen Plan und die Korinther haben es sogar in die Bibel geschafft. Gell? Aber okay.
Aus welchen Gründen auch immer. Aber gut. Lesen wir mal am besten in diesem 1. Korinther 11 und schauen uns das Ganze mal an. Der Sehtest am frühen Morgen. Nein. Aber die Herausforderung mit diesen Folien sind einfach immer, wenn wir längere Texte lesen wollen, dann ist das nicht so ganz einfach. Ich finde es aber unheimlich wichtig, dass wir die längeren Texte auch drin haben, weil unser Problem generell immer das ist, dass wir einzelne Verse irgendwo rausziehen und gar nicht merken, in welchem Zusammenhang die standen. Deshalb auch heute Morgen mal die Vollversion. Ihr dürft aber gerne in eurer eigenen Bibel mitlesen. Ich hoffe, ihr habt sie mitgebracht. Nein, aber ist ja heute nicht mehr so üblich, mit einer Bibel in Gottesdienst zu kommen, macht aber immer noch Sinn. Kleiner Service-Hinweis an dieser Stelle. Lesen wir mal 1. Korinther 11, Abvers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so wie wir heute Morgen hier, würde ich mal behaupten, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Also Herrenmahl, eine andere Bezeichnung, auch für ein Abendmahl, wenn man so will. Und schon der erste Satz haut einen ziemlich um, dass der Paulus denen schreibt, hey, wenn ihr euch trefft, dann ist es nicht möglich, dieses Abendmahl zu feiern. Das ist schon eine heftige Aussage. Warum? Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Oh, jetzt könnte man natürlich sagen, war das wirklich so? War das so extrem oder übertreibt der Paulus hier vielleicht einfach bewusst, um das Problem klar zu machen? Da kann man sich drüber streiten, wie man das verstehen will. Vielleicht war es auch tatsächlich wörtlich so, wir wissen es nicht, wir waren ja nicht dabei. Aber die Aussage ist ja schon krass. Offensichtlich haben die das Abendmahl mit einem normalen Essen zusammen gefeiert, wenn man das hier so liest. Und was ist passiert? Paulus sagt, die einen, die sind noch hungrig, die haben offensichtlich zu wenig abgekriegt. Warum auch immer, vielleicht kamen sie zu spät, vielleicht wollten die anderen nicht teilen. Wir wissen es nicht genau, wie es lief. Und dann gab es offenbar andere, die waren entweder so früh schon da, dass sie alles für sich nehmen konnten, oder sie haben einfach nicht mit den anderen geteilt. Vielleicht, weil sie ein bisschen reicher und wohlhabender waren und halt den teureren, besseren und mehr Wein oder wie auch immer dabei hatten. Und die haben sich volllaufen lassen, wenn man so will. Muss man sich mal überlegen, beim Abendmahl. Also dagegen haben wir eigentlich keine Probleme, würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle, wenn man das so liest. Das sind ganz andere Thematiken, die man da im Leitungsteam in Korinth vermutlich diskutiert hat. Und Paulus schreibt dann hier ab Vers 22, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen oder verstorben, um es im heutigen Deutsch zu sagen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Das ist fast schon noch die Drohung zum Schluss, dann wartet ab, bis ich da bin. Dann kommt da noch mehr. Wie fühlt man sich, wenn man diese Verse liest? Ermutigt? Nicht so richtig, oder? Eher ein Problem. Also ich finde, es ist ganz schön krass, was er hier schreibt. Schauen wir es uns mal im Detail an, vor allem diese krassen Punkte. Wir kennen, wie gesagt, den einen Teil recht gut und die kritischen Verse, die lassen wir natürlich oft immer gerne auch beiseite. Schauen wir uns aber mal genauer an, wie das denn jetzt so aussieht mit diesen Versen hier. Es beginnt in Vers 27, wo es spannend wird für uns heute.
wo es heißt, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Unwürdig. Was soll das jetzt heißen? Kann ich ein Abendmahl unwürdig feiern? Offenbar schon, so wie es hier drin steht. Und dann wäre ja nicht ganz unbedeutend, dass wir wissen, was es meint, oder? Weil sonst könnte uns ja dummerweise das Gleiche passieren wie denen in Korinth. Was soll das jetzt heißen, unwürdig? Was oder wer ist auch damit gemeint? Man kann das jetzt verschieden verstehen. Man könnte es jetzt so hier, wenn man nur diesen einen Vers sieht und mal geschwind rüberliest, könnte man natürlich sagen, naja, ich bin einfach als Person im Zustand, der ist nicht würdig genug, um Jesus in diesem Abendmahl zu begegnen. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie der Vers leider, kann ich gleich dazu sagen, ganz oft verstanden wurde und verstanden wird. Aber was würde denn das heißen? Das sprengt ja unser ganzes Verständnis von Gott, wenn wir es mal genau nehmen, oder? Weil wozu gibt es denn dann die Gnade bei Jesus? Warum hat er denn dann für unsere Schuld bezahlt? Wird ein bisschen schwierig an der Stelle. Und zu sagen, hey, mal ganz ehrlich, wenn wir unser Leben angucken, wann wäre ich denn wirklich würdig genug, um das Abendmahl zu feiern, mal provokativ gefragt. Also ehrlich, ich glaube, ich würde es nicht mehr feiern, gar nicht mehr, weil ich wahrscheinlich nie den Zustand hätte. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du sagst, hey, das ist ziemlich schwierig, wenn das die Idee dahinter ist. Was könnte dann aber gemeint sein? Man könnte den Vers auch anders verstehen. Und anscheinend ist es im Griechischen auch ein bisschen sprachlich eindeutiger, dass es nämlich wohl eher tatsächlich so gemeint ist, dass es um die Art und Weise des Feierns geht. Und wenn wir das restliche Kapitel angucken und das, was wir gerade gelesen haben, dann stellen wir fest, der Paulus sagt, hey, wartet aufeinander, der eine hungrig, der andere schon betrunken und so weiter. Also das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie man dieses Mahl feiert. Und gar nicht so sehr mit dem Zustand der Person. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wie wir das hier verstehen müssen. Es geht nicht darum, dass wir als Personen immer zu schlechten Zustand wären, weil wir sind so oder so in keinem guten Zustand ohne Jesus. Und Jesus alleine rettet uns. Amen. Das ist die einzige Hoffnung, die es da gibt. Da gibt es gar keine andere. Aber das Problem in Korinth war doch der Fall, die haben es auf eine Art und Weise gefeiert, wo das Essen sozusagen ein Ausdruck ihrer inneren falschen Einstellung war. Und das nennt der Paulus unwürdig. Schauen wir mal noch mal eins weiter, dann wird es noch ein bisschen deutlicher. Die Verse 28 und 29, wenn wir weiterlesen. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was sehen wir jetzt hier? Interessant ist erstmal, hier steht drin, man soll sich selber prüfen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch für uns heute mitnehmen dürfen. Es steht nicht drin, der Pastor prüft dich, die Gemeindeleitung prüft dich oder dein Nebensitzer oder deine Ehefrau oder wer auch immer. Es steht drin, wir sollen uns selber prüfen. Ich glaube, das ist wichtig, weil wer wären wir, dass wir da andere prüfen und beurteilen? Ich denke, das ist der eine wichtige Punkt, den wir rausnehmen dürfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sollen wir denn hier genau prüfen? Es steht hier was von diesem Leib drin. Und wahrscheinlich steht in eurer Bibel auch Leib des Herrn und dieses des Herrn in Klammern. Und was sagt uns das? Dass es eigentlich nicht im Text steht, im ursprünglichen, sondern dass man es hinterher mit reingeschrieben hat, um es verständlicher zu machen. Jetzt ist es natürlich eine Idee, wie man das tatsächlich verstehen kann und sagen kann, hier geht es um den Leib des Herrn im Sinne davon, dass man sagt, es geht um Jesus persönlich. Dann sind wir wieder bei der Idee von gerade eben, dass man sagt, okay, ich prüfe mich, wie stehe ich zu Jesus, wie bin ich unterwegs, wie viel Sünde ist in meinem Leben, und dann müsste ich jetzt anfangen zu schauen, wenn es da Sünde gibt, dann sollte ich die loswerden. Ich glaube, das ist die übliche Weise, wie wir den Vers oft verstehen. Aber steht es denn wirklich da? Man kann den Vers so verstehen, das ist richtig, aber ich glaube, man kann ihn auch ganz anders verstehen und ich denke, das ist sinnvoller. Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Leib bezeichnet und auch als Leib des Herrn, wenn man so will. Das sehen wir auch ein paar Mal im Neuen Testament. Und wenn man die Gesamtsituation hier in Korinth anschaut und sich das Ganze anguckt, dann könnte auch damit gemeint sein, dass man sich selber prüfen soll, wie man zur Gemeinde oder zu seinen Mitchristen steht. Sind die Beziehungen in Ordnung, wäre dann die Frage. Und das macht total Sinn, auf Korinth zu beziehen, weil wir haben ja gerade gelesen, offensichtlich waren die Beziehungen nämlich dort gar nicht in Ordnung.
Die einen haben den anderen nichts abgegeben, die haben zu früh angefangen, die einen blieben hungrig, die anderen hatten viel zu viel und so. Das zeigt ja, dass die Beziehungen in der Gemeinde nicht gepasst haben an der Stelle. Und ich bin überzeugt davon, das ist eigentlich das, was der Paulus hier sagen will. In Korinth haben die einen Leib gefeiert, bildlich, symbolisch gesehen in diesem Abendmahl, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht waren. Wenn man den restlichen Korintherbrief liest, ist da von Spaltungen die Rede. Die einen sagen, hey, der Apollos hat mich getauft, die anderen der Paulus und. Und da gab es eine Riesendiskussion an vielen Stellen und an vielen Themen. Der Korintherbrief ist ja voll von Problemen. Oder auch beide Korintherbriefe und die anderen zwei, die gar nicht in der Bibel stehen, da waren wahrscheinlich noch viel mehr Punkte drin. Also wenn man sich das so anschaut, könnte man es drauf beziehen und sagen, der Leib meint die Gemeinde oder die Beziehungen, die ich zu meinen Mitchristen habe. Und die soll ich prüfen. Und ich glaube, das macht auch mehr Sinn, weil ob ich jetzt an Jesus glaube oder nicht, ich weiß nicht, wie viel ich da prüfen muss. So ganz spontan. Entweder ich habe da eine Entscheidung getroffen oder nicht, oder? Muss ich das je regelmäßig so oft prüfen? Kommt drauf an, aber vielleicht nicht unbedingt. Aber die Beziehungen zu den anderen, da könnte es natürlich noch mehr Sinn machen, das doch ab und zu mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, hey, sind wir da als Einheit unterwegs? Sind wir da gemeinsam unterwegs oder sind wir das nicht? Feiern wir was, was wir gar nicht sind am Ende? Und ich glaube, das ist das Thema hier in Korinth an der Stelle. Und wenn wir noch mal eins weiter schauen, dann kommt es natürlich noch der ganz krasse Vers in Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen oder verstorben. Auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, also doch, Tod durch Abendmahl. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich habe noch keine Beerdigung gemacht, wo die Todesursache hieß, er hat Abendmahl gefeiert und dann ging es schief. Und deshalb haben wir uns heute hier versammelt oder so ähnlich. Nee, zum Glück nicht. Gut, kann man sagen, woher willst du es wissen, gell? Aber okay. Aber ist es wirklich so, dass der Paulus hier sagt, hey, ihr habt das Abendmahl falsch gefeiert, deshalb sind hier Leute in eurer Gemeinde gestorben? Also wenn das der Fall ist, ich weiß nicht, vielleicht müssten wir uns dann ein paar mehr Gedanken in Zukunft machen beim Thema Abendmahl. Ich glaube, niemand legt Wert darauf, dass uns sowas passieren würde. Aber auch hier, was meint denn jetzt der Paulus? Worauf bezieht sich dieses deshalb am Anfang? Natürlich auf das, was davor kommt. Und wir haben gerade gelesen, da ging es darum, dass wir diesen Leib beurteilen sollen. Also müsste sich das auch darauf beziehen und man könnte sagen, es bezieht sich also auch wieder hier nicht auf den Punkt, dass irgendjemand nicht würdig genug gewesen wäre aufgrund von seinem persönlichen Zustand, sondern auch hier müsste man sagen, es bezieht sich auf die Beziehungen in der Gemeinde offensichtlich. Und das würde Sinn machen in Bezug auf Korinth. Und dann könnte man sagen, weil dort so manches schief ging und weil manche Beziehungen schlecht waren, wäre die eine Möglichkeit zu sagen, na gut, schlechte Beziehungen, das hat oft einfach ganz natürlich schon gesundheitliche Auswirkungen. Vielleicht war das tatsächlich ein Hintergrund, warum da manches schief ging, bis dahin, dass manche verstorben sind. So könnte man es wirklich verstehen. Oder man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, vielleicht sind diejenigen, die sich hier nicht richtig überprüft haben in Bezug auf den Leib, auch Leute, die gar nicht mit Jesus unterwegs waren. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze zu verstehen. Und dann könnte man sagen, okay, dann habe ich das nicht richtig geprüft, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Gut, dass das jetzt gleich den Tod nach sich zieht, ist auch ein schwieriges Thema. Aber man könnte sagen, vielleicht geht es dann einfach auch um den Zustand, dass man sagt, dann bin ich ein Stück weit geistlich tot oder wie auch immer man es dann verstehen könnte. Wäre einfach mal eine Möglichkeit, wie man es auch auslegen kann. Es ist nicht ganz eindeutig und es ist auch kein einfacher Vers, das muss man ehrlich sagen. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, den zu verstehen. Aber ich glaube, vom Kontext her in Korinth müssen wir uns klar machen, hier geht es nicht darum, beim Abendmahl krampfhaft nach Sünde zu suchen im eigenen Leben. Das war nie die Idee davon. Und Paulus schreibt weiter vorne ja erst recht noch, er will, dass man es feiert. Dass man eben nachher nicht sagt, jetzt feiere ich es nicht, das ist zu schwierig. Sondern er will ja, dass man es feiert. Das ist sein Ziel davon. Und was er aber auch den Korinthern auch ganz klar weitergibt, ist, überprüft eure Beziehungen in der Gemeinde. Schaut, wie es bei euch aussieht. Seid ihr diese Einheit? Lebt ihr das? Und jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, Gemeinde und überall, wo Menschen zusammen sind, das hat immer Konflikte. Das geht gar nicht konfliktfrei. Jetzt gibt es Konflikte, die sind sinnvoll und gut und es gibt welche, die sind einfach weniger sinnvoll und blöd. Um es mal ganz einfach zu sagen. Das ist aber immer so in der Gemeinde. Ich glaube, man muss auch hier natürlich die Situation in Korinth vor Augen führen, die schon sehr krass war. Also da geht es nicht um
du hast mich nicht beachtet im letzten Gottesdienst oder was weiß ich, oder du hast meinen Geburtstag vergessen oder irgendwelche Ideen. Das ist sicher nicht das Thema beim Paulus gewesen, sondern da ging es um deutlich schwierigere Sachen. Da ging es um echte Spaltungen in der Gemeinde, da war richtig viel kaputt. Und die Korinther haben es offenbar mindestens beim Abendmahl ignoriert. Also wenn wir das Ganze so verstehen, dann kommen wir zurück zu der Frage, wie feiere ich jetzt richtig Abendmahl? Dann wäre es gut, wenn ich die Dinge in Ordnung bringe, bevor ich Abendmahl feiere, richtig? Wenn ich um Vergebung bitte, vielleicht Gott selber, vielleicht den anderen, je nachdem. Aber wenn ich da an dem Punkt wirklich aufräume in meinem Leben, das könnte dann tatsächlich Sinn machen. Weil wenn man den Paulus so entsprechend liest, stellt man fest, Christsein für den Paulus, auch gerade in dem ersten Korintherbrief, meint vor allem eben, wie sieht der Umgang mit meinen Mitchristen aus? Und wir wissen, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, schreibt der Johannes an einer anderen Stelle, hey, dann bin ich dazu verpflichtet, auch meinen Nächsten zu lieben. Das kann ich gar nicht voneinander trennen. Und wenn das der Maßstab ist für uns als Christen, dann ist der Maßstab nicht, wie glaubensstark ich unterwegs bin, wie viel Zeichen und Wunder ich erlebe oder wie viel ich in meiner Bibel lese und. Das ist alles gar nicht so entscheidend. Sondern 1. Korintherbrief, auch Richtung Schluss dann, das Hohelied der Liebe und diese Ideen, die da drin stehen, wo der Paulus sagt, hey, ohne diese Liebe ist im Prinzip alles andere nichts. Da kannst du alles vergessen, was du machst. Wenn die Liebe nicht da ist, dann kommt alles, greift alles viel zu kurz. Und das ist doch der entscheidende Punkt, den er hier mit reinbringt. Wie sieht es für uns heute aus? Ich meine, wir haben das Problem in dem Sinn entschärft, dass wir beim Abendmahl meistens gar nicht so richtig essen. Dadurch fällt es dann schon mal nicht auf. Nee, könnte man boshaft sagen. Wir lassen das Essen ja auch oft weg. Natürlich hat es im Gottesdienst einfach organisatorische Gründe. Aber wie sieht es für uns aus? Wie ist es mit der Einheit unter uns Christen? So ganz global betrachtet, wir haben auch viele Spaltungen in unserer Zeit, oder? Vielleicht sind wir gar nicht immer so viel besser wie die in Korinth damals. Verschiedene Kulturen in der Gemeinde, auch das ist eine echte Herausforderung, oder? Den anderen richtig zu verstehen. So viele Missverständnisse, die da reinkommen können. So viel Demut, die wir da oft brauchen, einfach weil wir kulturell anders geprägt sind und verschieden sind. Und es ist gut so. Nur wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Das ist auch eine Herausforderung, die da reinkommt. Oder ich glaube, ein Thema, das in Korinth sicher eins war und das für uns heute auch immer mehr eins wird, sind die Finanzen, so blöd es klingt. Gell? Verschiedene finanzielle Verhältnisse. Wir haben das manchmal auch schon im Leitungsteam diskutiert und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Unterschied einfach leider größer wird, so blöd es ist, auch in unserer Gesellschaft. Es gibt mehr Leute, die immer mehr Geld haben und es gibt immer mehr Leute, die immer weniger haben. Das ist einfach grob gesagt ein Zustand, der so, wir jammern da auch in Deutschland auf einem extrem hohen Niveau und global gesehen gehören wir hier zu den minimalen Superreichen auf diesem Planeten, in diesem Land. Ganz egal, was dein Bankkonto gerade macht. Aber wir leben eigentlich im totalen Luxus, wenn man es mal so will. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, die auch Gemeinden trifft. Ganz praktisch bei ganz vielen Dingen. Wenn Sachen irgendwo Geld kosten, wenn es Eintrittsgelder sind, wenn es Freizeitbeträge sind und andere Sachen. Hey, das ist nicht so einfach. Und da müssen wir als Gemeinde irgendwie Kompromisse finden und Wege, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, da dürfen wir sicher noch viel dazulernen auch. Also kurz gesagt ist doch die Frage, wie nehmen wir Rücksicht aufeinander in der Gemeinde? Da könnten wir jetzt ganz, ganz viele Themen nennen, ganz viele Punkte und Sachen, wo wir uns Gedanken machen müssten, wo wir uns überlegen müssten, wie können wir das denn umsetzen? Und das ist das, was der Paulus den Korinthern doch hier eigentlich mit auf den Weg gibt. Und das Schöne ist aber auch, er sagt ihnen, hey, wenn ihr dieses Abendmahl richtig feiert, dann könnt ihr euch das dabei helfen, weil es uns das immer wieder neu bewusst macht und immer wieder neu zeigt, wir gehören zusammen, wir sind gemeinsam unterwegs hier. Und wir lassen uns hier nicht trennen durch irgendwelche Unterschiede oder durch irgendwelche komischen Ideen, richtig? Und da könnte das Abendmahl auf einmal richtig ermutigend werden. Das ist der eine Teil. Jetzt kommen wir noch einen kurzen Teil, wo wir zu so ein paar ganz praktischen Punkten kommen, weil uns geht es ja auch darum, dass wir dieses Abendmahl richtig feiern. Dass wir nicht nur darüber Bescheid wissen und sagen, ja, wenn der Pastor wieder Abendmahl macht, dann bin ich dabei. Sondern man könnte das ja auch in seiner Kleingruppe feiern. Man könnte das zu Hause vielleicht als Familie feiern. Du könntest an deinem Arbeitsplatz feiern, wenn es ein paar Gleichgesinnte gibt, ich weiß es nicht. Es gibt da viele Möglichkeiten, wo man das feiern könnte. Und es sind einfach so ein paar ganz praktische Fragen, die immer wieder auftauchen. Ein Klassiker ist immer das Thema Wein oder Saft. So, eigentlich eine
ich würde sagen, fast schon eine irrelevante Frage an der Stelle, aber irgendwie beschäftigt es uns natürlich dann doch. Und wenn wir ehrlich sind, natürlich in der Bibel sehen wir Wein. Da gibt es auch nicht viel weg zu diskutieren. Dann kann man sagen, der Wein von damals war nicht ganz der von heute, okay. Aber Jesus redet vom Gewächs des Weinstocks. Da könnte man den Traubensaft jetzt auch noch mit einbeziehen. Und in der Freiheit feiern wir das heute eigentlich auch, dass wir sagen, wir nehmen bewusst Traubensaft, mindestens hier im Gottesdienst. Und zwar einfach aus dem ganz simplen Grund, Stichwort Rücksicht nehmen. Wenn jemand keinen Alkohol trinken will, dann muss er das eben auch nicht. Deshalb nehmen wir den Saft. Und ich denke, so können wir das auch handhaben. Und wenn du weißt, du feierst Abendmahl und alle trinken auch einen Wein, ja, dann nimmst du den Rotwein. Oder wie ich auch schon gehört habe, manche nehmen auch Weißwein, ist besser für die Flecken und Ähnliches. Dann geht nicht ganz so viel schief manchmal, je nachdem. Man berichtet manche ähnlichen Geschichten über manche älteren Brüder in Klöstern oder so, wo das Thema vielleicht dann altersbedingt nicht mehr ganz so einfach ist mit dem Kelch halten und so ähnliche Projekte. Aber es ist doch Weisheit zu sagen, dann nehmen wir Weißwein. Warum denn nicht? Hat ja auch was. Alles erlaubt. Ein gemeinsamer Kelch oder einzelne Kelche ist auch immer so ein Thema. Jetzt müssen wir auch hier zugeben, wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir in den meisten Berichten darüber eindeutig, dass es ein Kelch war, den sie geteilt haben. Das ist so. Das ist einfach Fakt. Kann man sich fragen, wo ist dieser Kelch hier vorne? Hier stehen ganz viele kleine gleich. Warum? Weil wir glauben, dass das jetzt nicht der entscheidendste Punkt am Abendmahl ist, ob das jetzt der eine Kelch ist oder nicht. Natürlich ist es eine schöne Symbolik, aber wir leben heute auch in einer Zeit, in der wir manches über Hygiene gelernt haben und einfach auch wissen, nicht nur durch die Pandemie, aber auch schon lange vorher, dass es vielleicht Sinn machen könnte, wenn nicht alle in so einem Gottesdienst aus dem gleichen Kelch trinken und nächste Woche der Gottesdienst leer ist, weil sich alle angesteckt haben oder so. Könnte sinnvoll sein, könnte helfen. Das ist einfach eine ganz praktische Frage. Und ich glaube, es würde auch manche abschrecken, wenn wir jetzt heute hier nur einen Kelch hätten und jeder würde hier draus trinken. Ich weiß nicht, wer von uns alles mitmachen würde nachher. Könnte sein, dass es dann wieder einen Anstoß gibt, den wir nicht wollen. Weil wir ja wollen, dass jeder in Freiheit hier mitfeiern kann. Also auch da glaube ich, dass wir in einer gewissen Freiheit das Ganze auf eine gute, sinnvolle Art und Weise handhaben können. Noch so ein Thema, wenn man Abendmahl feiert, weiß man normalerweise oder oft ja nicht, wie viele kommen. Also wir mindestens im Gottesdienst nicht, in deiner Kleingruppe mag es ein bisschen anders sein, aber ich gehe mal davon aus, du zählst deshalb die Brotstückchen auch nicht vorher ab, beziehungsweise vielleicht brecht ihr ja auch das Brot, kommen wir gleich noch dazu, und es ist noch gar nicht so direkt vorbereitet, aber oft bleibt einfach was übrig. Was tun damit? Kann man sagen, ja, was für eine Frage, gell? Irgendwie ist doch logisch. Also Lebensmittel schmeißt man hoffentlich nicht weg. Das wäre der eine Punkt oder das eine Argument. Die andere Seite ist biblisch gesehen, auch hier vom Passafest als Hintergrund müsste man sagen, man schmeißt es natürlich nicht weg, sondern man sollte alles aufessen, war damals die Vorgabe. Und natürlich diese Symbolik, wenn wir sagen, das repräsentiert den Leib von Jesus und sein Blut. Und 5 Minuten nach dem Abendmahl renne ich in die Küche und schmeiße den Rest in die Mülltonne. Das ist eine komische Symbolik, oder? Wenn wir ehrlich sind, da wird es auch ein bisschen schwierig, ohne dass wir jetzt glauben, das ist der Leib und das Blut und so weiter. Die Ideen gibt es ja auch noch, aber selbst wenn wir es nur rein symbolisch verstehen, kommt das einfach komisch. Also von daher besser aufessen, macht Sinn. Wer darf teilnehmen? Das ist jetzt vielleicht tatsächlich eine etwas ernstere Frage an dem Punkt. Die anderen, da kann man sagen, ja gut, ob man sich da jetzt den Kopf drüber zerbrechen muss oder nicht. Aber die Frage, wer darf teilnehmen, ist schon eine. Wir haben sie gerade eben schon ein bisschen angerissen. Und jetzt kennen wir das sicherlich auch aus manchen Kirchen, dass es heißt, hey, man sollte getauft sein, wenn man das Abendmahl feiert oder vielleicht sogar Gemeindemitglied oder Ähnliches. Und ich glaube, das hat auf der einen Seite eine gewisse Berechtigung. Warum? Wir haben eben schon gehört, entscheidend ist, ich muss mich prüfen, ob ich zu diesem Leib gehöre, ob ich Teil von diesem Leib Jesu bin, von der Gemeinde. Gar nicht mal so sehr von einer speziellen Gemeinde, so würden wir es verstehen, sondern ob ich im Prinzip an Jesus glaube. Und die Frage muss ich mir schon stellen. Und ich glaube, die ist schon auch wichtig, weil tatsächlich das Abendmahl ist eine Geschichte, die ist für die Leute, die an Jesus glauben, die diese Entscheidung getroffen haben. Und jetzt kann ich sagen, ich treffe diese Entscheidung, indem ich das Abendmahl feiere. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist eine richtig gute Idee, weil ich glaube, schöner, symbolischer kann man das fast nicht machen. Wäre eigentlich auch mal eine Idee, das auszuweiten an der Stelle. Das wäre eine Option. Und natürlich, Thema Taufe. Die Taufe drückt ja aus, dass wir mit Jesus leben.
Also so gesehen macht das schon einen gewissen Sinn, weil das natürlich dieses öffentliche Bezeugen, dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus ist. Jetzt handhaben wir es an der Stelle, und da rede ich jetzt einfach mal nur für uns als Gemeinde, auch hier kann man verschiedene Meinungen haben, aber wir sehen so, dass es jetzt nicht nur an dieser Taufe hängt. Es kann ja auch den Zustand geben, dass ich schon an Jesus glaube und bin halt noch nicht getauft. Das könnte ja auch der Fall sein. Und warum dann nicht das Abendmahl nehmen? Und in dem Fall würde ich sagen, auf jeden Fall das Abendmahl auch nehmen. Wie gesagt, es heißt, wir sollen uns selber prüfen. Deshalb führen wir hier keine Liste und sagen, getauft, Haken dran, darf's an den Tisch. Nee, gibt's nicht diese Zugangsbeschränkung bei uns. Machen wir bewusst nicht. Das darf jeder für sich selber entscheiden und sagen, so stehe ich mit Jesus oder nicht. Und was uns ganz wichtig ist, auch eine Freiheit an dem Punkt zu schaffen. Dass niemand hier drin ist und sagt, ich feiere es nicht mit, vielleicht weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich mit diesem Jesus wirklich unterwegs sein will. Das ist total in Ordnung, auch immer Gottesdienst. Das ist völlig okay. Und niemand soll irgendjemand schief angucken, nur weil du jetzt halt vielleicht nicht nach vorne gehst. Ehrlich gesagt, mit dem Grund, warum es auch nicht so direkt durch die Reihen geben oder so. Weil dann wird es einfach, wenn dann dein Nachbar sagt, nee, ich will nicht, und denkst, was ist mit dem los? Das ist komisch, das ist eine blöde Geschichte, das wollen wir auf gar keinen Fall. Deshalb kommen wir einfach nach vorne, dann ist es auch gar kein Problem, wenn man sitzen bleibt. Und warum ist es so? Ich glaube, es macht einfach diesen Sinn von dieser Symbolik her. Warum sollte ich das Abendmahl feiern, wenn ich eigentlich nichts damit anfangen kann? Gutes kann sagen, ja, ich feiere auch Weihnachten und kann nichts damit anfangen und habe trotzdem frei oder so. Okay, kann man auch drüber diskutieren. Aber Abendmahl ist halt nicht nur irgendwas oder irgendeine traditionelle Feier oder so, sondern es ist schon ein Punkt, an dem Jesus uns begegnen will. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Und das heißt gar nicht, dass wir irgendjemand ausgrenzen wollen, aber ich glaube, man muss sich diese Gedanken selber machen dazu. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Teil an der Geschichte. Und den sollten wir nicht vergessen und auch nicht unterschlagen, denke ich. Also von daher, lasst uns das hier in einer großen Freiheit einfach auch feiern. Und die letzte Frage hier, wer darf jetzt so ein Abendmahl leiten? Ja, natürlich der Pastor, klar, der macht das beruflich, so Sachen. aber die andere Seite ist, wir finden in der Bibel eigentlich gar keine Vorgabe, wer das genau machen soll. Es steht gar nicht drin, da steht nicht drin, nur die Ältesten dürfen Abendmahl feiern oder so, oder das leiten. Steht nicht drin. Und von daher könnte man unterstellen, dass es eigentlich jeder kann und jeder darf. Das wäre unser Verständnis davon. Sieht man anderen Kirchen anders, das ist auch in Ordnung. Aber für uns, von unserem Verständnis her, würden wir sagen, prinzipiell kann das jeder feiern. Das ist nicht das Problem. Ich meine, vielleicht muss nicht gerade alleine feiern, das ist auch nicht so die glänzende Symbolik an der Stelle. Ich würde es nicht ausschließen, dass man das auch machen kann, wenn halt gerade keiner da ist. Aber natürlich, der Sinn des Abendmahls ist ja schon auch von dem, was wir vorhin gesehen haben, dass man gemeinsam feiert. Aber im Prinzip kann das jeder leiten. Und wenn wir so ein paar Dinge wissen, dann ist es auch gar nicht schwierig. Dann ist es ziemlich einfach. Und das ist auch ein bisschen unser Ziel, dass sich das wieder mehr durchsetzt in verschiedensten Gruppen, Kreisen, Mitarbeitertreffen, wo auch immer du so unterwegs bist. Wie sieht so ein Ablauf praktisch aus? Hier mal so ein paar Ideen dazu. Wie kann man das Ganze feiern? Ich denke, wir kennen es, von daher will ich da nur kurz drauf eingehen. Es fängt natürlich an mit irgendeiner Form von Begrüßung, wie auch immer. Klar, Abendmahl ist es kein Selbstbedienungsbuffet, wo du einfach nach vorne rennst und sagst, ich nehme mir mal was, sondern es fängt irgendwie gemeinsam an, logisch, macht Sinn. Dann glaube ich, ist es auch total sinnvoll zu sagen, ich lese diesen Text. Ob ich jetzt den 1. Korinther 11 nehme oder einen anderen, ist jetzt mal zweitrangig. Es gibt da auch, man kann auch aus den Evangelien direkt lesen. Es gibt da eine Reihe von Texten, die richtig gut sind. Aber warum? Weil man dann einfach nochmal das Ganze vor Augen hat. Und ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, diese Worte zu hören und auch diese Einsetzungsworte zu hören, sich das nochmal klar zu machen. Das ist eine wertvolle Sache, deshalb wird man das gleich auch nochmal tun. Und dann kommen wir zu dem Punkt, über den wir gerade eben schon geredet haben. Man könnte sich da noch eine Zeit nehmen, wo man sich einfach selber prüft. Wo man selber sagt, hey, jetzt bin ich hier, jetzt komme ich zu Jesus und dann darf er mir auch nochmal zeigen, wenn da was nicht passt in diesen Beziehungen, von denen wir vorhin geredet haben. Und dann habe ich die Gelegenheit, Dinge in Ordnung zu bringen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sich krampfhaft zu überprüfen, ob da noch irgendwo eine Sünde in deinem Leben ist, weil mit hoher Sicherheit, du wirst noch eine finden, mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Schon der Johannes schreibt, sagt, hey, wenn ihr sagt, ihr habt nicht gesündigt, wer sagt, er sündigt nicht, der lügt. Das ist auch eine eindeutige Aussage.
Von daher, das hilft nicht so sehr, da nachzubohren. Aber wenn dir Jesus was zeigt, hey, dann bringst du doch in Ordnung und dann bringst du ihm. Und das ist immer sinnvoll, nicht nur im Rahmen vom Abendmahl, abgesehen davon. Das macht ja generell Sinn, so schnell wie möglich da Vergebung reinzubringen, bevor man so Sachen lange mit sich rumschleppt. Also da könnte man sich noch eine Zeit des Gebets einfach nehmen. Das werden wir auch gleich nochmal machen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, für dieses Brot oder in dem Fall für den Saft oder für den Wein zu danken, so wie es Jesus eben auch gemacht hat. Und dann kann man noch die Einsetzungsworte sagen, da gibt es auch verschiedene Versionen. Man könnte sagen, Jesu Leib für dich oder für uns zerbrochen, je nachdem, wie man es austeilt. Jesu Blut für uns vergossen, wäre so die typische Formulierung. Und dann kann man es verschieden handhaben, da gibt es ganz viele verschiedene Ideen. Manche tunken das Brot in den Saft oder in den Wein. Das ist auch eine Variante. Auch eine interessante Idee. Da gibt es ganz viele Formen und Möglichkeiten. Wir für uns im Gottesdienst mindestens, wir machen so, dass man einfach hier nach vorne kommen kann an den Tisch und sich selber nehmen und dann ist schon alles vorbereitet. Wenn man es jetzt in einer Kleingruppe oder im kleineren Rahmen feiern, könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man nicht wirklich ein ganzes Brot nimmt oder ein Brötchen oder was auch immer und es dann tatsächlich zerbricht. Das könnte man natürlich im kleineren Rahmen eher machen, da ist es vielleicht sinnvoller. Und wie gesagt, mit dem Kelch, das könnt ihr dann in eurer Kleingruppe ausdiskutieren, ob ihr eine nehmt oder verschiedene oder wie ihr immer das machen wollt. Ich denke, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich im kleineren Rahmen würden wir es vermutlich auch eher austeilen, dass derjenige, der leitet, die Sachen weitergibt. Das machen wir hier im großen Gottesdienst nicht unbedingt, weil der Aufwand einfach ein Stück höher ist. Genau, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man, glaube ich, unterschiedlich handhaben. Und dann wäre natürlich irgendwie sinnvoll zu sagen, lass uns nochmal eine Gebets- oder Zeit des Lobpreises haben. Hat Jesus auch gemacht beim allerersten Abendmahl im Rahmen der Passaliturgie damals. Und einfach Jesus nochmal Danke sagen für alles, was da passiert und was wir mit ihm erleben, oder? Das ist immer, glaube ich, eine gute Geschichte. Und wenn wir das jetzt so sehen, ist das kompliziert? Eigentlich nicht, oder? Das ist nicht die Riesen, da brauchst du jetzt nicht die Wahnsinnsausbildung dafür, um es mal so zu sagen. Das ist doch eigentlich einfach. Und ich glaube, wir dürfen es auch so einfach lassen und wir können es auch so einfach feiern. Viel mehr brauchen wir gar nicht dazu. Also von daher, lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Und jetzt noch kurz zum Schluss eine kleine Zusammenfassung, ohne das jetzt zu lang auszubauen, aber wenn wir nochmal so den großen Blick jetzt auf dieses ganze Abendmahl werfen und auch vielleicht kurz auf diese letzten Teile, wo wir schon davon gehört haben, dann sehen wir, das Abendmahl hat einmal damit zu tun, dass wir uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Zentrale davon. Er ist am Kreuz für uns gestorben, hat sein Leib, sein Blut für uns gegeben, diese Dinge. Ich glaube, das ist uns auch oft sehr präsent. Das ist die persönliche Ebene des Abendmahls und die ist unheimlich wichtig. Dann gibt es aber noch eine zweite Ebene, über die haben wir auch schon in diesem Rahmen hier geredet. Ich nenne es mal so ein bisschen die größere Perspektive davon. Wenn Jesus sagt, dass es wieder feiert, wenn das Reich Gottes anbricht und wenn er in diesem Abendmahl diesen sogenannten neuen Bund einsetzt, dann steckt da noch viel mehr drin, als nur das, was jetzt am Kreuz passiert ist. Dann ist es nicht nur der Blick zurück, sondern dann ist es auch der Blick nach vorne in die Zukunft, den wir auch mitfeiern bei diesem Abendmahl. Und ich glaube, es ist der Punkt, den wir oft übersehen und vergessen, richtig? Das ist der Punkt, der für uns oft nicht mehr so präsent ist an der Stelle. Warum? Wenn das Abendmahl ein Stück weit ein Spiegelbild von unserem Glauben ist, dann hängt es damit zusammen, dass wir in unserem Glauben oft diese größere Perspektive verloren haben in unseren Zeiten. Warum? Ich glaube, weil wir einen Teil der Bibel gar nicht mehr richtig lesen. Die ersten drei Viertel nämlich, das sogenannte Alte Testament, das hat ganz viel damit zu tun. Das kennen wir ja oft kaum noch. Aber da steckt ganz viel von dieser Perspektive drin. Und was heute, glaube ich, oft passiert ist, ohne dass wir das wollten und ohne dass es uns meistens sogar bewusst ist, wir nehmen uns die Punkte raus aus diesem christlichen Glauben, die uns so ganz persönlich treffen. Natürlich, das ist irgendwie menschlich. Die berühren uns, die beschäftigen uns und das ist auch gut so. Das ist gar nicht falsch. Nur wir sollten nicht vergessen, dass es da auch noch ein paar andere Dinge gibt, die auch dazugehören. Wie kann uns das praktisch weiterhelfen, wenn wir so eine größere Perspektive haben? Vielleicht nur ein Beispiel zum Schluss aus meinem eigenen Leben im Moment, auch aus diesen letzten Tagen. Wie viele ja mitgekriegt haben, habe ich im Moment ziemliche Probleme mit meinem Gehör, schon seit fast einem Jahr eigentlich, nach einem Hörsturz und so weiter. Und ein Teil von meinem Hörvermögen ist einfach im Moment weg, auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite war es schon Jahre vorher so, jetzt auch links. Und zwar ziemlich massiv zum Teil auch.
Das ist meine persönliche Situation, mit der ich unter uns gesagt jeden Tag eigentlich kämpfe. Und auch hier während dem Gottesdienst, ihr glaubt gar nicht, wie furchtbar sich Lobpreis durch ein Hörgerät anhört. Nee, aber okay, unser Team ist so genial, die machen so tolle Musik, aber du hörst ja nur noch so ein Geschepper, hey, das ist echt krass, das ist total schade. Und da bin ich echt am Kämpfen persönlich und das ist brutal anstrengend. Jedes Gespräch im Moment ist einfach anstrengend. Das ist mein ehrlicher Zustand momentan. Und Predigen ist da immer eine dankbare Aufgabe, da ist nicht so viel Dialog, nee. Aber da reicht es, wenn man die Dinge erzählt. Da ist mir jetzt nicht ganz so herausgefordert an dem Punkt. Aber was tun? Wenn ich das jetzt auf meinen Glauben beziehe und auf diese Perspektiven, dann könnte ich jetzt sagen, wenn wir jetzt hier gleich das Abendmahl feiern, dann wäre meine eine Perspektive, wenn ich jetzt so ganz persönlich die persönliche Ebene sehe, dann würde ich sagen, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Amen. Sein Blut ist an diesem Kreuz vergossen worden. Nicht nur, dass ich ewiges Leben dadurch habe, sondern wir lesen auch in der Bibel, dass er für unsere Krankheiten gestorben ist am Kreuz. Das ist eine biblische Wahrheit, würde ich behaupten. Dann gehe ich so in dieses Abendmahl und sage, hey, Jesus ist für mich gestorben und er hat auch für diese Krankheit bezahlt. Amen. Und ich glaube, das wäre richtig, das wäre gar nicht falsch. Nur, wenn das jetzt meine einzige Perspektive bleibt an der Stelle, was passiert dann? Im besten Fall höre ich nachher richtig. Das wäre der beste Fall. Amen. Wenn das nicht passieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, was passiert dann? Dann könnte ich heimgehen nachher und theoretisch könnte ich mich dann fragen, ja, vielleicht hatte ich zu wenig Glauben. Könnte ja sein. Vielleicht war doch noch irgendeine Sünde in meinem Leben, warum es nicht funktioniert hat. Vielleicht muss ich mich einfach mehr anstrengen. Sind das gute Ideen? Nee, oder? Überhaupt nicht. Und ich glaube, die sind auch gar nicht biblisch, leider. Oder gut, dass es so ist. Aber merkt ihr, was passiert, wenn das meine einzige Perspektive ist, in welche Richtung mich das im dümmsten Fall bringt, im Extremfall? In eine ganz ungute Richtung. Weil dann lande ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, naja, also Gott hat es ja schon vollbracht am Kreuz, Jesus und so. Er hat ja kein Problem. Da muss das Problem ja wohl bei mir liegen, richtig? Und das ist eine Art und Weise, wie ganz viel moderne Theologie leider funktioniert, auch in unseren Kreisen, um das mal so zu benennen. Und das ist ein echtes Problem. Da kommt diese ganze Idee rein, neuer Bund und so ein falsches Verständnis davon. Und nachher landest du in der Ecke, dass du sagst, eigentlich bin immer ich der Dumme, weil ich es nicht hinkriege, weil ich zu wenig radikal lebe, weil ich zu kompromissvoll unterwegs bin und. Da finde ich 100 Gründe dafür. Und das ist schwierig. Wie könnte es besser aussehen oder anders aussehen? Wenn ich mir so das Gesamtbild im Blick habe, was könnte dann sein? Dann könnte ich mir sagen, hey, ich weiß zum Beispiel aus Jesaja und aus anderen Propheten, ganz am Ende dieser Menschheitsgeschichte und am Ende meines Lebens wird ein Punkt stehen. Im neuen Jerusalem, um es mal mit Freitagabend zu sagen, werde ich vernünftig hören. Warum? Weil das Gott versprochen hat in seinem Wort. Amen. Spätestens dann wird Heilung geschehen sein. Und man könnte es noch viele andere Dinge sagen. Man könnte natürlich darauf hinweisen und sagen, hey, dieser neue Bund und so, da könnte man jetzt nachlesen und sagen in Jeremia 31, hey, das ist was Jesus schon gestartet hat, hat er ja auch gesagt in dem Abendmahl. Aber wenn ich Jeremia 31 lese, dann fällt mir auf, dass da halt noch nicht alles heute so funktioniert, wie es da beschrieben ist. Also auf gut Deutsch, es hat was angefangen, es ist aber noch nicht fertig, richtig? Das könnte ich dann da auch rauslesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber was hilft dir das jetzt in deiner Situation? Du hörst danach trotzdem noch schlecht. Hilft ja gar nichts, bringt doch nichts. Doch, ich glaube, das bringt ziemlich viel. Und das kann ich ehrlich auch für mich persönlich in diesen Wochen hier gerade sagen. Das hilft mir nämlich in dem Sinn in meiner Beziehung mit Gott. Dann bin ich nämlich nicht derjenige, der ihn nachher ständig anklagt und sagt, warum, wieso, weshalb? Was habe ich falsch gemacht? Oder was hast du falsch gemacht? Gell? Oder wo auch immer das dann nachher endet. Nee, dann kann ich die Frage aufgeben. Und dann weiß ich auch, Gott hat mich nicht vergessen. Dann weiß ich, es ist eben nicht so, dass es da irgendein Problem gibt und deshalb passiert nichts. Sondern dann könnte ich sagen, nee, vielleicht gibt es das Problem gar nicht. Vielleicht ist es einfach Gottes Zeitplan und entweder er wird das irgendwann machen oder irgendwann später. Und dann kommt noch eine Sache rein, die mir persönlich unheimlich weiterhilft, dass ich mir dann sagen kann, mein Leben besteht nicht nur aus diesem Problem und aus dieser Krankheit. Das darf nicht alles bestimmen, was ich hier mache und tue. Es darf nicht ständig nur um dieses Gehör und Hörgeräte und keine Ahnung was gehen.
Das ist nicht die Perspektive, sondern Gott hat einen viel größeren Plan und da will er mich gebrauchen dabei, ob jetzt mit Gehör oder ohne, wie auch immer. Und also ich persönlich finde es ziemlich ermutigend an dem Punkt. Und natürlich schließt das andere überhaupt nicht aus. Natürlich bete ich weiterhin dafür, dass es besser wird. Gar keine Frage. Natürlich glaube ich und vertraue ich weiterhin auf Heilung. Auch keine Frage. Aber ich weiß, dass es beide Perspektiven gibt in der Geschichte. Und ich glaube, das verändert unser Leben, oder? Und das wäre der Segen daraus, wenn wir auch beim Abendmahl beides sehen. Wenn wir nicht nur den persönlichen Teil sehen, der uns ganz nahe natürlich ist, sondern wenn wir wirklich auch das größere Bild in unseren Glauben immer mehr mit reinkriegen. Und wie gesagt, das hat viel mit dem Alten Testament, mit dem ersten Teil der Bibel einfach zu tun. Wusstet ihr, dass es über 7000 Sprachen auf diesem Planeten gibt? 7300 oder irgendwas oder so hat mal jemand nachgezählt. Wenn wir jetzt an die Bibel denken, was schätzt ihr, wie viele von diesen Sprachen haben eine Bibel in ihrer eigenen Sprache? Eine komplette ganze Bibel, von vorne bis hinten. Wie viel Prozent? Gibt es Ideen? 30? Na schon. Also ich kann es kurz machen, es sind gerade mal 10%. Was ist mit den anderen 90%? Die haben keins oder kein vollständiges Altes Testament von ihrer Übersetzung. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, jetzt gibt es so Sprachen wie Englisch und anderes, wo, glaube ich, 1,5 Milliarden allein auf diesem Planeten Englisch auch reden. Natürlich, da gibt es hunderte von Übersetzungen im Englischen allein schon. Da ist es jetzt nicht das Problem. Das heißt, nicht 90% der Menschheit haben kein Altes Testament. Das stimmt so natürlich nicht. Aber trotzdem sind es ziemlich viele, wenn in 90% aller Sprachen auf diesem Planeten noch überhaupt kein vollständiges Altes Testament übersetzt ist. Und wir machen uns Gedanken, wie wir all die Menschen erreichen. Ja, und was bringen wir ihnen denn dann bei, wenn sie ihre Bibel gar nicht komplett in ihrer eigenen Sprache lesen können? Das ist ein echtes Thema, oder? Ein ganz unterschätztes Thema, glaube ich auch. Und gut ist, es gibt manche Initiativen, die da verstärkt dran arbeiten, auch in unseren Tagen. Könnt ihr im Internet mal nachschauen. Aber ich glaube, es zeigt ein bisschen unser Problem, wo wir mit dem ersten Teil der Bibel haben. Wäre es eine Extrapredigt, deshalb höre ich an dem Punkt jetzt auch auf. Aber lasst uns das mehr mit einbeziehen und mehr ein Auge auch drauf haben, auch im Rahmen des Abendmahls, dass wir diese größere Perspektive nicht vergessen. Wenn wir Abendmahl in diesem Verständnis feiern, ich glaube, dann ist es eine geniale Geschichte. Dann kann uns das auch richtig freisetzen in ganz viele Richtungen. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Und ich würde vorschlagen, jetzt haben wir viel darüber geredet und gehört über dieses Abendmahl. Jetzt feiern wir es praktisch. Seid ihr mit dabei? Amen. Ja. Dann lasst uns doch gemeinsam aufstehen und nochmal ins Gebet gehen. Auch ich lese uns gleich nochmal diese Worte aus dem 1. Korinther 11. Wir starten klassischerweise in Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das ist unsere Zukunft, das ist unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Amen. Lass uns doch noch einen Moment im Gebet auch nehmen und im Gebet verbringen. Und wenn dir jetzt Dinge bewusst sind, wo du sagst, hey, das sind vielleicht tatsächlich Beziehungen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind zu meinen Brüdern und Schwestern, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Ganze an Gott abzugeben und um Vergebung zu bitten. Und Dinge in Ordnung zu bringen. Oder vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, die du bei ihm noch loswerden willst. Wir hatten es vorhin schon oder haben vorhin schon gehört, hey, wenn du hier mit irgendwelchen Lasten angekommen bist, mit Dingen, die dir schwerfallen, die du mitgebracht hast, Sorgen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die in Gottes Hand zu legen. Und lass uns so einen Moment des Gebets einfach auch gemeinsam nehmen. Danke, Jesus, dass du unser Leben siehst, Herr. Du weißt, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Du siehst auch, was wir alles mitgebracht haben an diesem Vormittag, Herr. Herr, du kennst auch unsere Beziehungen, Herr. Du siehst, wo Dinge gut laufen, du siehst, wo sie weniger gut laufen.
Und danke, dass wir jetzt einfach in aller Freiheit und Ehrlichkeit zu dir kommen dürfen und dir alles abgeben dürfen, was uns beschäftigt, Herr. Auch die ganzen schwierigen Dinge, wenn es Krankheiten sind, wenn es irgendwelche Nöte sind, die wir mitgebracht haben. Danke, dass wir sie jetzt vertrauensvoll in deine Hand legen dürfen, weil wir wissen, dass du dich um die Dinge kümmerst, dass du uns vergibst. Danke dafür, Herr, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr, dass wir Vergebung haben, dass wir Freiheit erleben dürfen, dass wir Gesundheit erleben dürfen. Danke dafür. Danke für deine Kraft, die hier ist, Herr. Danke für dein Wirken heute Morgen. Und danke, dass du uns auch freisetzt von allem schlechten Gewissen, wo oft mit diesem Thema Abendmahl verbunden ist, Herr. Dass wir das nicht aus Angst oder irgendwie Furcht feiern müssen, Herr, und uns da irgendwie krampfhaft auf irgendwas prüfen müssen, sondern dass wir in deiner Freude kommen dürfen. In Ernsthaftigkeit auf jeden Fall, Herr, aber dass wir einfach auch in deiner Freude das Ganze hier feiern dürfen. Dass wir uns freuen dürfen, dass du uns gerettet hast, Herr. Danke dafür. Danke, dass du da einfach jetzt auch ganz persönlich zu uns redest. Und Herr, so sagen wir dir jetzt einfach auch Danke für dieses Brot und für diesen Saft, Herr. Danke, dass es ein Symbol dafür ist, für das, was am Kreuz passiert ist, Herr. Dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass dein Leib für uns zerbrochen worden ist, Herr. Dass dein Blut für uns vergossen worden ist. Oder wie Jesaja sagt, dass durch deine Striemen, durch das, was du gelitten hast, dadurch ist uns Heilung geworden. Danke dafür, Herr. Danke, dass wir das jetzt gemeinsam feiern dürfen. Ich darf uns jetzt einladen, nach vorne zu kommen, an diesen Tisch des Herrn und zu nehmen in aller Freiheit. Und wenn du sagst, hey, nee, ich bin mir nicht sicher, ob das für mich richtig ist, dann darfst du natürlich auch an deinem Platz bleiben. Und wenn du sagst, hey, ich nehme es das Abendmahl und eigentlich wäre es aber schön, jemand könnte noch mit mir zusammen beten, vielleicht sogar bevor du es noch nimmst, dann darfst du drüben in die Ecke kommen. Da sind auch schon manche Startler von uns gleich. Dann können wir da gerne gemeinsam beten oder auch hinterher. Manchmal ist es einfacher, wenn man diese Last irgendwie teilen kann, die man mitnimmt und gemeinsam einfach Jesus einladen kann, dass er wirkt in unserem Leben. Lass uns es gemeinsam machen und solange wir am Platz sind, nimm dir doch persönlich auch nochmal eine Zeit des Gebets. Vielleicht hat Gott auch noch Dinge für dich heute Morgen, die er dir ganz persönlich sagen und weitergeben will. Könnte ja auch gut sein. Und dann lasst uns offen dafür sein. Aber ihr dürft gerne kommen, genau unser Team hier macht den Anfang.
Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, wir sind am Anfang des Gottesdienstes angekommen. Jetzt geht's los. 168 Stunden und dann ist der nächste Gottesdienst wieder hier. 166, sorry. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen für diese 166 Stunden. Und dann haben wir noch ein Abschlusslied und da sammeln wir ein Dankopfer ein. Wenn du kannst, steh auf, breite deine Hände aus und empfang den Segen Gottes. Ich segne dich, dass du so praktisch begabt bist wie der Bezalel, der die Stiftshütte gebaut hat. Ich segne dich mit dem Feuer, das Elia hatte, mit der tiefen geistlichen Einsicht, die Johannes hatte. Ich segne dich mit der Resilienz, die in Jona hatte und den Fisch überlebt hat. Ich segne dich mit der Gabe von Tanzen und Singen wie Miriam. Ich segne dich mit der Gabe, das Evangelium zu predigen wie Philippus. Mit der Weisheit von Salomo. Du sollst den Mut eines Jonathan haben und die Kraft eines Simson. Du sollst die Demut eines Mose haben. Die Leidenschaft eines Nehemias. Ich spreche dir zu, die Ausdauer eines Bartimäus, die Standhaftigkeit eines Daniels, für alle Feuerwehrleute, die Feuerresistenz eines Schadrach, Meschach und Abednego. Ich segne dich mit Führungsqualitäten, wie Deborah sie hatte, mit der Klugheit, wie Abigail sie hatte. Ich segne dich mit der Großzügigkeit einer Maria Magdalena und mit der Präzision eines Lukas. Möge dich der Trost des Heiligen Geistes erfüllen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters. Amen.